So, moin, hallo und herzlich willkommen, Matze wieder am Start. Und ja, es ist etwas, ein bisschen leiser machen, es ist etwas sehr Mysteriöses passiert. Ich zeig's euch am besten erstmal. Und zwar ist diese Quest wieder zurückgekommen. Ich habe die abgeschlossen. Was war passiert? Oder wie war der Werdegang? Lass es mich kurz erklären. Ich bin das erste Mal mit dem Rastet-Bladigi auf Streets gegangen, habe aber anstatt der Kameras Jammer eingepackt. So, ja, konnte ich natürlich nicht platzieren, weil man soll ja Kameras platzieren. Habe aber dann den Schlüssel benutzt, um die Tür aufzuschließen und wenigstens die anderen Schlüssel noch rauszunehmen. Wo laufe ich denn jetzt überhaupt lang? Die geht nicht. Die ist recht nicht. So. Okay, hab dann die Schlüssel einkassiert und bin raus. Der zweite Run auf Streets. Da hatte ich dann die Kameras mit. Hab auch den Rastet-Bladigi vergessen. So, dann hatte ich halt versucht, an dem Müllhaufen da auf der Treppe wenigstens die erste Kamera zu platzieren. Ging nicht. Vermutung lag nahe, dass du wahrscheinlich erst den Raum aufschließen musst, in den Raum rein musst und dass du dann die Kamera platzieren darfst. So war es dann auch im dritten Raid. Also, ja, ich habe das alles nicht hintereinander gemacht, sondern in gewissen Zeitabständen, alles so letzte Woche. So, im dritten Raid war ich dann mit Bleispender und Dr. Teufel hier unterwegs. Hatte alles mit, Rastet-Bladigi. Die Kameras. Wir sind reinmarschiert, haben die Kameras platziert. Ich habe aufgeschlossen, dann habe ich die Schlüssel eingesammelt und dann halt die Kamera platziert. Was war denn das gerade? Wieso konnte ich ihn jetzt nicht schießen? Ist ja alles in Ordnung. Ja. So, rausmarschiert, Quest abgegeben und den Schlüssel, den ich jetzt habe, ist sozusagen die Belohnung fürs Abgeben oder fürs Erfüllen der Quest. Ja, aber wie wir gesehen haben. Alter, stirbst du mal? Wie wir gesehen haben. Ja, ist die Quest nicht fertig? Da frage ich mich, wie konnte ich es abgeben? Wie konnte ich den Schlüssel bekommen? Also ich hatte nur zwei. Und wie gesagt, alle beide schon verbraucht. Und den jetzt, den ich jetzt habe, mit der Abgabe der Quest nochmal erhalten. Ich muss das mal klippen. Tja, sehr mysteriös. Jetzt kann ich den ganzen Mist nochmal machen. Ich hatte es schon. Ich habe mich schon gefreut. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder runterrennen und hoffen, dass wir heil durchkommen. Sonst darf ich mir den blöden Schlüssel nun wirklich nochmal suchen. Selber. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Weil ich war schon ein paar Mal hinten und der Schlüssel war nicht da. Quiekt doch schon wieder so eine andere Kreatur.
kommt noch nicht mal aus der Hütte heraus. Quest machen, nicht looten. Das leckt wieder ganz schön. Also Munition geht auch langsam dem Ende entgegen. Thank you.
So, jetzt komm. So, wir öffnen die Tür. Wir gehen hinein. Wir öffnen Tür Nummer 2, gehen hinein, sammeln erstmal das, was uns so direkt ins Auge fällt. Ne, wir platzieren das mal. Was? Was? Ich bin völlig am Ende. Der Irrsinn greift nach mir. Ich verstehe es nicht. Das Ei geht da nicht rein. Das Ei geht da nicht rein. So, und dann hier fröhlich Happy Loot. Erstmal alles nehmen. Oh, so sage ich Dankeschön. Was ist das? Limousin. Ich habe die Kamera gar nicht platziert jetzt. Was soll denn das? Ich weiß das alles nicht mehr. Ich verstehe das nicht mehr. Ich brauche ärztlichen Beistand. Das versteht kein Mensch, oder? Das versteht auch jetzt kein Mensch. Ach ja. Geil. Ich habe schon mal zwei gefunden, die habe ich verkauft, ich Idiot. Weil ich nicht wusste, dass ich die in meiner Hall of Fame platzieren kann. Wie jetzt? Das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann doch nicht annehmen, dass das schon alles war. Oh, blöde Feuerzeuge. Die Kanne muss natürlich auch hier rein. Obwohl, wenn ich die verliere, ist es ja eh. Da ist ja eh Hopfen und Malz verloren. Merlin Key. Das geht ja nicht rein. So, das war's. Warte mal. Da schleicht schon wieder was durch die Gänge oder durchs Unterholz. Nee, die blöden Metal Parts. Finde ich zuhauf. So, ich muss noch mal gucken, ich kann es gar nicht glauben. So, wir haben jetzt The Door fertig. Es ist irgendwie der blanke Irrsinn. So, ich bin auch schon survived und extracted. Ob ich die dann noch mal abgeben kann, ob ich dann noch mal einen Schlüssel kriege oder was? Ich lasse das Video mal durchlaufen, damit wir das dann sehen, was passiert. Expo habe ich bestimmt. Nö, habe ich nicht. Hä, sind nicht ganz dicht. Warum habe ich denn nicht die Expo, Alter? Kann uns an der Perze schmatzen. Also, da steckt er mit dem Schädel in der Tür. Ja, schmatzen wir ihm an der Perze. Da winkt er noch. Hallo, hallo. Er zuckt auch noch wie so eine Augsburger Puppenkiste. So eine Marionette. Achso, hier, deine Weste muss ich mir mal ausleihen, Kumpel. Das kommt ja wie gerufen.
Sehr nice. Nehme ich sehr gern. Nach den stressigen Versuchen mit dem Bossen auf Shoreline wird das, habe ich mir überlegt, dann kann ja Labs ja nur ein absoluter Spaziergang werden. Steck deinen Schwellshader zur Tür rein. Jetzt habe ich mir die Kamera umsonst gekauft. Totale Fehlinvestition. Achso, das ist ein Rubel. Rublitschkis, ich dachte, das waren. Doch am Anfang, das waren schon Dollars. Speis und Trank wäre nicht schlecht. Okay, Trank haben wir schon. Ein bisschen Speisung. Schulspeisung. Kein Essensgeld bezahlt. Matze kriegt nichts. Wow. Pazzalcato. Was auch immer das bedeuten mag. Ich kann kein Chinesisch. Ach, alles Plunder, Plunder. Das brauche ich. Ach, Ram ist auch Plunder. Krickend, braucht dich. Oh nein. Braucht dich doch für irgendwas. Aber frag mich nicht mehr für was. Fürs Hideout irgendwie. Oh, jetzt brauche ich nur noch einen. Also wenn ich den Heil rausbringe, brauche ich noch einen. Oh, der ist so schwer zu finden, die Dinger. Da knaupel ich auch schon ewig dran rum an dieser Quest. Sie hat direkt mal gestartet. Passt es ja nicht. So, jetzt schon wieder falsch gemacht. Quest Elimination abgeschlossen ist. Wusste ich gar nicht, was ich eine hatte. Hier. Auch 10 Skeps erschießen, okay.
Haus, Dr. Haus. Erkennungsmittel. Ich werde das nicht hier essen. Man schießt mich auch noch während des Essvorgangs über den Haufen. Man steckt mich hier an einem Sitz. Der Judenheringe. Lange Geld gegessen, Junge. Ja. Was willst du machen? Ich hab doch ja nicht Expo. Ach man, ich trottel. Sewer River habe ich doch. Ach man. Ich habe mir so sehr die Expo gewünscht, dass ich jetzt automatisch dahin gerannt bin. Dem die Tür zu machen, obwohl da dran hängt. Ach so. Ja, nicht schlecht. Da drüben klappert auch noch rum. So, wir müssen jetzt darüber rennen. Dann müssen wir über die Straße rennen, wo die Sniper rumlungern. Einer kann ran. Mich nicht gesehen, ich weiß auch nicht, wer es war. Ist ein PM7 oder sowas?
Gut, dann drängle ich mir nochmal. Habe ich noch? Stehe ich noch unter Strom? Nee. Dann drängle ich mir nochmal einen Golden Star rein. Und lauf dann wie ein Schwein, wie von der Tarantel gestochen. Schon einen noch nicht sehen. Sehe nicht. Offensichtlich sieht er mich. Das pfiff an der Rübe vorbei. Ey, warte mal. Man konnte doch die Waffe in die andere Hand nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ging. Jetzt versammeln die sich ja alle. Ey, ich habe nur noch 5 Minuten, ihr Arschlöcher. Man findet ja auch keine Deckung und der Sniper schießt ja auch noch auf dich. Aufmatze. Na, jetzt bin ich gespannt, ob ich die Quest nochmal abgeben kann. Na, wir werden es gleich sehen. Ich nehme euch mal mit. Ich lasse es mal laufen. Los geht's.
So, lass mal sehen, ja, Trader. Mechanic, Task. Complete. Oh, it's you. Was soll das bedeuten? Thank you for your work. Ja, so, ja, die Daily noch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mechanic, gib mir dein Zeug. Na, bitteschön, da ist alles nochmal da. Hm. Tja. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja. Also, Dankeschön für den Key nochmal. Und für die Keys, die ich hier rausgeschleppt habe. Alles sehr superb. Ach so, was, wo wir gerade dabei sind. Irgendwie kann ich meine... War auch ganz komisch. Warte mal, wo sind sie jetzt? Meine GP-Coins. Da, hier. Die kannst du jetzt stacken. So, Found in Raid kannst du stacken. Und die nicht mehr Found in Raid kannst du auch stacken. Nun war es so, dass meine Found in Raid-Dinger hier in der Kiste lagen und gesteckt wurden. Ich konnte aber die nicht mehr Found in Raid GP-Coins nicht mehr da rein tun. Und jetzt kann ich gar keinen mehr in die Kiste tun. Nicht, weil die Kiste voll ist, sondern geht irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Können wir mal gucken. Hier muss aber ein Platz frei sein. Sogar zwei. Aber es geht nicht mehr. Auch irgendwie. Item ist inkompatibel. Das ging doch aber. Ich konnte die doch in die Kiste stecken. Erzählt mir doch nichts. Die lagen doch die ganze Zeit in der Kiste. Naja, okay. Wir haben das mit der Quest jetzt ja, irgendwie nochmal gemacht. Ich hoffe, das war's jetzt. Und die kommt nicht nochmal. Na gut, bis dahin. Tschüssi.